Herzlich willkommen zum fünften Part von Let's Play Half-Life 2. Diesmal auch wieder ein richtiges Let's Play, also nicht nachkommentiert. Und wir waren hier auf dem Zug und müssen weiter von dem vor den Combine flüchten, wo auch immer die jetzt gerade sind. Boom. Boom. Und das macht auch gleich Boom. So. Die Britta schnell durch. Ach, jetzt. Scheiße, Teil. Gut, haben wir uns hier einen Weg gebannt. Schnell die Kiste kaputt machen. Hier durch. Ach, überall stehen die hier. Ist ja echt nervtötend. So, hier geht's weiter lang. Schnell weg hier. Ich möchte hier nicht irgendwo drauf gehen. So, hier rein in das Versteck. Boah, Stange. Das hier weg. Und den abknallen. Und komm her, den abknallen. Und den abknallen. Und den abknallen und den abknallen. So, jetzt ist es hoffentlich fertig. Jetzt haben wir eine etwas ruhigere Minute. Doch nicht, egal. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass der Part nachkommentiert ist, weil ich die Audiospur, weil das irgendwie die Audacity ist abgekackt. Auf jede Fälle hat Half-Life 2 nicht den Speicherpunkt gespeichert, wo ich Half-Life 2 gespeichert habe. Und deswegen musste ich jetzt nochmal irgendwie sehr, sehr lange nochmal alles wiederholen. Ich habe da neu angefangen, wo... Wow. Scheiße. Ein mir erschrocken. Wo wir gerade in Dr. Kleiners Labor sind. Da muss ich jetzt mal die ganze Strecke hier hinlaufen. Egal, dann hoffen wir mal, dass das nächste Mal den Speicherpunkt speichert. So. Hier ist noch... Ist hier noch irgendwas? Nein. Ist da noch irgendwas? Nö. Doch. Nee, es glänzt einfach nur so komisch. So, hier aufladen, aufladen. So, bevor die irgendjemand anderes kaputt schießt und ich dabei drauf gehe, mache ich die lieber selber fertig. So, ich benutze auch gerne hier diese Brechstange für den Nahkampf, weil die ist ziemlich gut. Da braucht man nur zwei Schläge. Aber für den Fernkampf muss man natürlich die Pistole benutzen. Wie wir das jetzt auch gemacht haben. So, nachladen. Wo geht's weiter? Hier? Nein. Dann vermutlich hier auch nicht. Oh Gott, von überall kommen die her. Aber die werden jetzt, Gott sei Dank, alle überfahren. Vielen Dank, Zug, für deine Hilfe. Ja, das ist natürlich etwas ärgerlich, weil in der Aufnahmesession habe ich eine Stunde lang gespielt und jetzt muss ich das natürlich alles normal machen. Weil er, wie gesagt, den Speicherpunkt, als ich am Ende gespeichert habe, hat er irgendwie nicht richtig gespeichert. Und darum müssen wir jetzt nochmal den ganzen Weg gehen, aber ist nicht so schlimm. So. Die Sirenen sind wohl für dich, was? Gut, dass du bei uns bist. Du bist nicht der Erste, der hier durchkommt. Das ist Dr. Freeman. Die Tage der Combine sind gezählt. Ah, das hoffe ich auch. Du, wir sind nur ein Spähposten auf der Flüchtlingsroute. Der Hauptposten ist gleich um die Ecke. Die kümmern sich dann richtig um dich. Der Vorti hier kann dich ziemlich schnell zum Gehen bewegen, echt? Kann auch schon sprinten. Jetzt kann ich anscheinend noch mehr sprinten. Wir dürfen keinesfalls bemerkt werden. Keinesfalls bemerkt werden. Ist das schlecht für alle Flüchtlinge. Wir dienen dem Glauben. So, tschüss und danke für die Hilfe. So. Oh, Ladedaten. Eine wunderschöne kleine Pause wieder.
Endlich weiter geht's. Ah, ich stand da noch nicht mit dem Feuer drin. Okay. Wow. Das war mal so richtig knapp. Da wären wir schön eingequetscht worden. Lecker. Schön. Aufgegessen, ne? Ja. Och, das ist so eklig, das Viech. Ja, hier erstmal das Teil. Tja, war nichts Leckeres, ne? Tja. So, das war nur ein Karton. Oh Gott, die stehen ja alle unter schwerem Beschuss, Alter, wie viel. Du hast einen Flüchtling erschossen. Ich werde dich rächen, Flüchtling. Es kann doch nicht sein, dass ich den nicht getroffen habe. Jetzt aber. So, wo seid ihr, ihr Arschlöcher? Ja, weg. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Da war ein kleiner Ruckler. Die Leiche ist weg. Die ist ja schnell beerdigt worden. So, hier. Ah, okay, hier war dieses Zwischenlager. Mist. Hört ihr mich? Station 8, ist da jemand? Es wurden Mannschnitter gesichtet. Ich wiederhole, sie schicken Mannschnitter hier runter. Mannschnitter, das ist natürlich nicht so schön. Ich hasse diese Teile. So. Hier noch ein bisschen. Bada boom. Bam. Ruhig. Wo schießen die? Von da unten. Einfach mal draufhalten, wir haben unendlich Munition. Einfach mal hier. Alter, wie heftig. Oh, von wo schießen die denn noch? Scheiße. What fuck? Nein. Scheiße. Ah, nee, ich hasse das. Ich habe schon immer diese Lastwagen gehasst, die dann diese Raketen abschießen. Fand ich schon damals ganz furchtbar. Ah, Alter. So, jetzt kommen wir rüber. Was? Diagnostiziert? Ah, komm, mach hin. Okay, nein, die Tonne. Will ich. Mal schnell weg. So, schnell weiter. So, und hier in Sicherheit. Oh, Gott sei Dank. So, hier sind wir erstmal in Sicherheit. So. Das Viech hasse ich. Nochmal schön alles ausgekotzt vor dem Sterben. Mache ich auch. Wenn es später dann soweit ist.
Nein, Scherz. So, schnell weiter. Hier drüben. Wo? Weiter so, Freund. Die Station ist verloren, aber es gibt noch mehr. Ich bleib hier, falls andere durchkommen. Die Verbindung muss weiterlaufen. Ah, die Verbindung wird leider nicht weiterlaufen, weil die Stationen da vorne alle schon tot sind. Oh. Noch jemand mit der 647-E-Mail? Jetzt durchstellen. Immer noch eine 647-E-Mail. So, jetzt haben wir die ausgeschalten. Und jetzt ist ein kleiner ruhiger Moment, um die Aufnahme mal kurz zu pausieren und richtig abzuspeichern. Guck mal, ich zeige es euch auch nochmal. Spiel speichern. Wählen Sie neues gespeichertes Spiel in der Liste, um eine neue Datei zu erstellen oder eine vorher gespeicherte Datei zu überschreiben. Wir wählen neu gespeichertes Spiel. Speichern. So, gespeichert. Jetzt müsste es ja eigentlich funktionieren. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Half-Life 2.